Masis. Die Fliegen bringen ein zur Weißglut hier. Ich habe mein Netz leider nicht dabei, das ist hinten im Boot. Ab morgen muss ich das griffbereit halten. Jetzt scheiß auch noch ein hier. Iron rock, a little bit, but on the bottom. That can be exposed. It's going to be black. Awesome. It's one of the new things. You have to talk to me. What do you like him to do? I think a roll would be nice. Thank you.
So, zweiter Tag paddeln. Es ist jetzt kurz vor 10 Uhr abends. Wir haben heute knappe 20 Kilometer gepaddelt, 19, noch was. Sind nach unserer Übernachtung letzte Nacht in Ikatek heute früh so gegen 9.30 Uhr los. Es gab Pancakes zum Frühstück mit Blueberries. Und dann sind wir in ein ganz flaches Wasser, also ganz glattes Wasser reingefahren den ganzen Tag. Durch Eisfelder durch, an Eisbergen vorbei. Ich habe ein paar Filme gemacht über Eisberge, die sich gerade gedreht haben. Ist also ausgesprochen faszinierend. Das Wetter war super. Wir hatten also bis zu 13 Grad Celsius. Ich habe Wassertemperatur gemessen. Es war vielleicht so um die 8 Grad. Also nicht sehr kalt. Die Sonne kam erst am späten Nachmittag raus. Und wir haben jetzt also etwa 20 Kilometer nördlich von Ikatek an einem Strand, an einer Insel, die einem Strand vorgelagert ist, unser Lager aufgeschlagen. Zum Abendessen gab es heute ein Wurst mit Risotto, ein Wurstrisotto. Davor gab es Weißbrot geröstet mit Knoblauch. Und hinterher haben wir dann noch ein paar Aufnahmen gemacht für unsere beiden Guides, für Matt und für Angela. Die sind einmal um die Insel herumgepaddelt und Peter hat versucht, professionelle Fotos zu machen und Helmut hat ihn über UKW immer gesagt, was sie machen sollten, damit sie gut im Bild sind vor den Eisbergen. Das ist so ein bisschen ein Promotion-Video für ihre Firma. Und dann haben wir abends noch ein bisschen auf dem Gipfel gesessen, hier auf der Insel, und haben uns die Eisberge und das Eisfeld angeguckt, haben ein bisschen Schnaps aus Island getrunken, und Matt hatte ein bisschen hatte Single Malt Whisky dabei, und der Schnaps war von Cora, und dann haben wir noch so eine heutige Flasche mit Cognac, so, und dann die nächsten Tage wird es dann auf meinen grauen Royal gehen. Ja, also morgen wollen wir nach Tinitikilak, da mal kurz anhalten und dann weiter paddeln. Und die nächsten zwei Tage jeweils so 25 Kilometer paddeln, also dass wir 50 Kilometer kommen in zwei Tagen, sollte bei den gegenwärtigen Verhältnissen kein Problem sein. Und dann sind wir am Ende dieses langen Fjords, dessen Namen ich vergessen habe. Und da müssen wir eine Entscheidung treffen, ob wir nach Norden abbiegen, nach Kumiut, oder nach Süden durch die Inseln uns durchhecheln. Wahrscheinlich gehen wir aber Richtung Kumiut und noch ein bisschen weiter und kommen dann nicht am offenen Ozean zurück, sondern zwischen den Inseln, was eigentlich ein viel schöneres Paddeln ist. Gut, das war's dann für heute.